Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja Leute, kommen wir zu einem Video, wonach schon sehr, sehr viele von euch immer gefragt haben. Und zwar zu meiner Club-Tour. Ich wollte euch einfach nochmal alles zeigen aus meinem Verein und vor allem, das ist für die meisten, glaube ich, mit am spannendsten, die Stats von meinen Spielern. Das stand nämlich ganz, ganz oft unter den Foot Champions-Videos, dass ich mal die Stats von meinen Spielern zeigen soll. Und ja, das ist jetzt eigentlich hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ungefähr der Verein ist so 20 Millionen Coins wert, würde ich so grob schätzen. Also schon auf jeden Fall einiges. Und ja, wir starten einfach gleich mal rein, würde ich sagen. Ich werde erstmal mit den ganzen Basics hier anfangen. Ihr seht es hier, ich bin offline noch in der Liga 10. Online bin ich mittlerweile in der Liga 5. Auch hier kann ich euch einmal ganz kurz meine Stats zeigen. 27:00. Aber ja, waren jetzt erstmal nur die ganzen, ich sag mal, schlechten Ligen. Dann habe ich natürlich auch ganz am Anfang sehr, sehr viel Online-Draft gespielt. Hier habe ich jetzt 95 zu 1, habe leider mal ein Spiel verloren. Aber auch das kann sich eigentlich sehen lassen. Wenn ich jetzt da noch einen Draft spielen würde, hätte ich eine Siegesquote von 99%. Ist auf jeden Fall ganz ordentlich in Foot Draft. Und ansonsten, ja, Foot Champions, da seht ihr ja immer alles. Und ja, sonst von den SBCs habe ich noch fast gar nichts gemacht. Habe ich auch schon mal in einem der letzten Videos gesagt. Ich werde euch jetzt einfach mal hier die ganzen Spieler zeigen. Ich habe aber immer die Leihspieler gemacht, außer jetzt Deco. Den braucht ich nicht, weil da habe ich jetzt hier noch Rui Costa und Petit noch für 15 oder auch noch 20 Spiele. Also ich habe eigentlich nicht so wirklich mit vielen Leihspielern gespielt und ich habe jetzt auch noch keinen runtergespielt. Aber hier Thierry habe ich jetzt in 12 Spielen immerhin 7 Tore gemacht. Muss ich sagen, hat sich dann nach und nach ein bisschen gebessert. Ich hatte mal in einem Video in der ersten Woche von ihm gesagt, dass ich ihn jetzt nicht so stark finde. Aber mittlerweile geht er eigentlich ganz gut ab. Ihr seht, hat das ein oder andere sehr wichtige Tor gemacht. Dann Del Piero hat in 17 Spielen 3 Tore. Ja, ist halt meistens eingewechselt worden und dann gegen extrem starke Gegner. Aber auch den fand ich nicht ganz so verkehrt. Pires, Costa sind nicht wirklich relevant und hier noch Luis Hernandez. Den habe ich immer als RM eingewechselt. Ihr seht es hier, 15 Spiele, ein Tor. Geht auch besser, würde ich sagen. Aber ja, dann haben wir hier noch Leroy als letzten Leihspieler. Auch er hat 14 Spiele, 5 Tore. Den, muss ich sagen, fand ich wieder sehr gut. Ich habe sogar mal ganz kurz überlegt, ob ich nicht seine richtige Karte machen soll. Als Sub immer für Bale. Weil Bale muss man eigentlich fast immer auswechseln. Der ist halt immer extrem schnell müde. Aber dann dachte ich mir, wie 250k oder so, war es mir dann doch nicht wert. Ja, und dann kommen wir schon zu meinem Team, da wo es dann wichtig wird. Wir starten direkt mal rein, wahrscheinlich mit einem der spannendsten Stats. Ihr seht es hier, R9 Ronaldo Luis Nazario de Lima. 6,5 Millionen Münzen und ja, 139 Spiele, 187 Tore, 124 Vorlagen. Also macht auf jeden Fall in jedem Spiel auch sein Tor locker und in den meisten Spielen sogar auch noch eine Torvorlage. Ich habe ihn für 6,4 Millionen geholt. Ihr seht, er kostet jetzt mittlerweile locker über 7 Millionen auf der Xbox. Und dafür geht er auch weg. Also das ist extrem krank. Den habe ich nochmal zu einem sehr, sehr guten Preis geholt. Dann haben wir hier noch Lothar Matthäus am Start. Auch 1,6 Millionen Münzen. Wir schauen mal ganz kurz nach, was der jetzt so wert ist. Ja, ist ein bisschen mehr wert, aber auch nicht viel. Dafür habe ich ihn frisch geholt. Hat jetzt zwei Weekend Leagues bei mir gespielt. Und auch er, muss ich sagen, ist als ZDM nicht so gut, aber auf der 8er Position in der 4-2-2 oder in der 4-3-2-1 geht er auf jeden Fall richtig, richtig gut ab. Hat auch noch 16 Tore, 25 Vorlagen und auf jeden Fall den Spieler, den ich super, super stark finde. Wo wir gerade bei dem Thema sind, Hullet natürlich, ja, 3,2 Millionen habe ich ihn damals noch geholt. Das war eine meiner ersten Legendenkarten. Ich glaube sogar, das war die erste Legendenkarte. Das war auch schon in FIFA. Ja, 17 so, da war es ja auch schon war mein absoluter Lieblingsspieler, das wisst ihr alle. Und ja, jetzt wissen immer mehr, wie gut dieser Kerl ist. Ihr seht hier 410 Spiele, 372 Tore, 306 Vorlagen. Ich habe ihn die meiste Zeit als auf der 10er Position gespielt und jetzt ganz, ganz viel auch in der letzten Weekend League auf der 8er Position. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, vor ihm steht meistens noch ein Ronaldo, rechts steht noch ein Ronaldo und links ein Bale und er macht trotzdem fast in jedem Spiel ein Tor. Ja, ich hatte jetzt auch mittlerweile schon so viele Rage Quits oder so, wo man dann einfach so grob sagen muss, in jedem Spiel macht er sein Tor, weil die meisten Gegner gehen dann auch irgendwie schon nach 20, 30 Minuten raus. Und dann hat er schon wieder einmal geknipst. Also von daher,
Die Karte ist einfach die beste im ganzen Spiel. Ich freue mich ungemein auf seine Prime-Karte, die ja auch vielleicht morgen kommt. Also ich gehe schon davon aus, dass morgen wieder neue Prime-Icon-SBCs kommen und dann auch wieder extrem gute. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einer von den, ich sag mal, Krachern kommt, denn jetzt ist es mehr oder weniger kurz vor Weihnachten. Vor Weihnachten wird EA sehr wahrscheinlich keine Prime-Icon-SBCs mehr bringen. Von daher ist morgen eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, ein Hullet, ein R9 oder so zu bringen. Und vielleicht werde ich ja dann auch mal meine erste SBC machen. Und ja, das auf jeden Fall zu ihm. Dann haben wir noch Blanc, den habe ich jetzt erst seit der ersten Weekend League 920k. Da habe ich, glaube ich, am Montag gar nicht so gesagt im Video, dass ich den jetzt habe. Ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Ich habe den nämlich schon, glaube ich, letzte Woche geholt. Und ihr seht es hier, 920k. Auch das eigentlich ein ganz ordentlicher Preis. Und Blanc macht es auf jeden Fall auch ganz solide. Dann hier noch Viral, den habe ich jetzt seit 138 Spielen. Können wir auch mal ganz kurz nachschauen, was der jetzt wert ist. 1,8 Millionen geholt. Der kostet jetzt über 2 Millionen, also auch da ein bisschen Plus gemacht. Und ich habe natürlich auch jeden Spieler immer noch frisch geholt. Da mache ich dann natürlich auch immer noch ein bisschen Minus. Also von daher geht das schon in Ordnung. 138 Spiele, 10 Tore. Nach vorne ist er jetzt natürlich nicht so die Maschine, aber nach hinten geht er auf jeden Fall richtig ab. Dann haben wir noch den nächsten Neuzugang, Valencia. Habe ich jetzt auch erst 13 Spiele mitgemacht. Habe ich im letzten Video, glaube ich, auch noch mal ganz kurz gesagt. Er ist wirklich noch mal deutlich besser als Walker. Fand ich krass. Hätte ich auch nicht so wirklich gedacht. Er kostet halt auch 500k. Finde ich für einen Außenverteidiger echt happig. Aber ich warte noch auf Zanetti. Den würde ich eigentlich auch mal ganz gerne spielen, diesen Prime. Der hat nämlich auch 86 Pace und hat dann irgendwie 92 Defending. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der dann halt auch ähnlich gut ist wie Valencia. Aber mit dem bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, und dann kommen wir direkt schon zu den Goldkarten. So viele Legenden oder halt Informs habe ich auch nicht, weil ich meistens meine ganzen Coins oder meine ganzen Spieler dann wieder investiere in mein Team. Ich finde, das macht irgendwie mehr Sinn, als wenn ich jetzt hier also großartig extrem viele goldene Spieler aufspare, falls irgendwann in 3 Monaten kommt dann mal dieser Spieler für eine SBC. Da habe ich in der Zeit schon wieder so viele mehr Münzen durch das Team verdient und durch die Weekend League. Deswegen bin ich jemand, der das meistens immer direkt alles investiert. Und ja, dann kommen wir schon zu Cristiano Ronaldo. Hat die meisten Spiele in meinem Verein. 468 von den 548, die ich überhaupt gespielt habe. Die anderen waren, glaube ich, alles FUT-Draft. Ansonsten glaube ich jedes Spiel wirklich auch mit Cristiano Ronaldo. Und auch er, ihr seht hier, den habe ich ja jetzt in der letzten Zeit ganz viel als RM gespielt. Und er hat trotzdem noch eine super Quote, 534. Also er macht praktisch, er ist an 2 Toren jedes Spiel beteiligt. Sagt, glaube ich, einiges, ist extrem heftig. Bale mit derselben Anzahl der Spiele, die beiden habe ich ja direkt von Anfang an gehabt. Den habe ich übrigens noch für 360.000 Münzen geholt. Kostet 400k und Ronaldo habe ich für 1,4 geholt. War halt, glaube ich, am zweiten Tag, als das Spiel raus war. Und der kostet 600k mehr. Also, ja, ein bisschen Trading mit Luddy ist auf jeden Fall am Start in dem Video. Nee, Quatsch, da habe ich natürlich in den ersten Tagen sehr viel Geld investiert, damit ich mir den direkt holen kann, relativ günstig. Dann haben wir jetzt hier noch Alexandro Nainggolan. Da habe ich leider nur den neuen. Ich musste letztens den mit knapp 300 Spielen verkaufen, habe mir dann Lothar Matthäus geholt. Den habe ich jetzt einfach nur noch als Sub und Walkart in 253 Spielen. Ja, jetzt leider seinen Platz aufgeben müssen für Valencia. Embolo, ein Spiel, ein Tor als First Owner. Ansonsten habe ich jetzt hier noch die ganzen 47er und dann ja, habe ich hier noch so den Rest. Meine ganzen roten Karten, da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller durch. De Gea kann man ja noch zeigen, 272 Spiele. Ansonsten David Silva zweimal. Der wird auf jeden Fall, glaube ich, noch richtig wertvoll werden für die SBCs. Da spare ich locker mal 100 bis 150k. Das ist ziemlich nice. Den habe ich untauschbar. Hummels, Iniesta, kein Spiel gemacht. Rijkaard, 271 Spiele. Auch der natürlich eine extrem starke Karte. Dann hier Desailly, 21 Spiele. Werde ich hoffentlich morgen, wenn dann irgendeine coole Prime Icon SBC kommt, direkt eintauschen. Hier den Desailly. Ansonsten auch hier, ja, war Carrasco, den ich auch sehr wahrscheinlich dann eintauschen werde für einen 86er. Kimmich, Icardi haben wir zweimal, Mustafi. Also sieht ganz ordentlich aus, meine ganzen roten Karten. Rabinatia ist auch eine sehr starke Karte, wie ich finde. Aber ja, würde ich halt nicht spielen als Innenverteidiger. Aber neben Chiellini und dann vielleicht bei mit dem Team of the Buffon, der ja kommen wird in weniger als einem Monat. Also da kann man schon auf jeden Fall einiges bauen mit der Juventus-Abwehr. Und ansonsten hier noch Mbappé, Meunier, Gabriel Jesus, Sterling, Jarmolenko, das sind wahrscheinlich so mit die besten Karten. Hier auch noch Brozovic, mit dem habe ich noch gar nicht gespielt. Vielleicht kriege ich ja noch den roten Perisic nächsten Monat. Dann hat man da auf jeden Fall einen richtig guten Perfect Link. Zaha, Fernandinho, Max Kruse, Thauvin. Also ordentliche Karten.
Aber ja, es ist wie es ist. Die spiele ich halt wirklich einfach nie. Leider, leider, aber trotzdem sehr, sehr viele Karten. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal durch. Alessandrini haben wir noch am Start. Den habe ich jetzt 5 Spiele. Habe ich hin und wieder auch mal eingewechselt, aber hat mir nicht so gut gefallen. Also sehr, sehr viele von euch spielen ja auch mit dem online. Also ja, eigentlich wirklich fast gefühlt jedem zweiten Spiel, da trifft man ja auf ihn. Und dann links auf Martial. Und ja, ich fand ihn aber jetzt noch nicht wirklich so gut, muss ich sagen. Dann hier noch Fellaini, den kann man noch erwähnen. Zwei ganz normale Goldkarten. Origi hat noch eine ordentliche Karte. Jefferson Fafan, der kriegt jetzt vielleicht auch heute noch einen Second Inform. Könnte ziemlich interessant werden, Dembélé. Und ansonsten war es das schon. Ihr seht hier, ich habe jetzt nicht so viele goldene Karten oder Spieler. Ihr seht hier, ich habe natürlich jetzt noch meine beiden Sets. Die werden wir irgendwann dann nochmal öffnen und krieg ja dann morgen am Donnerstag nochmal ein neues Inform-Set. Und mal schauen, ich glaube nicht, dass heute ein gutes Team of the Week kommen wird. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube es ganz ehrlich nicht. Also von daher werden wir dann noch eine Woche weiter warten. Irgendwann wird schon noch ein gutes Team of the Week kommen. Da bin ich mir sicher. Ja, wenn es euch gefallen hat und die ganzen Stats ihr mal sehen wolltet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.